Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer kleinen neuen Runde Minecraft. Ich komme jetzt hier gerade mit einem recht wenig Plan, was ich heute machen sollte, hier rein. Mal schauen. Ich habe jetzt vorhin erstmal das Update gemacht auf 1.2.4. Heißt, wir spielen in der neuesten Version. Jetzt will ich mal gucken, was ich hier an Werkzeugen noch habe. Ich habe Eisenspitzhacken, Schaufeln, Axt. Ja. Da bin ich doch eigentlich gut ausgerüstet, um runter in die Höhle nochmal zu gehen. Aber nicht, wenn es so dunkel ist. Da gehen wir jetzt mal eine Runde schlafen. Und dann gehen wir da mal eine Runde. Eine Runde nach unten. Gucken wir mal, wie es. Na, wächst schon wieder schön. Wächst auch schon schön. Gut. Und das sind wir. Ich habe ja auch den Tipp bekommen, die Schafe zu färben und nicht die Wolle. Was ich dann mal mache, wenn ich mal wieder ein größeres Teppich. Ja, da ist eine Spinne drin, wa? Komm, Kuh! Greif meine Spinne an! Greif die Spinne an. Naja, mach es dann selbst. So, mal gucken, ob ich jetzt diese Kuh hier rein. Irgendwie rein. Ja. Aber gerade nicht. War da gerade ein Creeper? Das ist ein Creeper, ein Creeper. Bleib da oben! Komm nicht hier runter! Nein! Oh Mann, ist jetzt alle eine Kuh noch. Meine Kühe. Meine schönen Kühe sind im Eimer. Nein. So ein Mist, jetzt ist dieser doofe Creeper da oben runtergefallen, ey. Verdammte Axt, jetzt muss ich hier den blöden Zaun noch mal wieder aufbauen. Hab ich Zaun dabei eigentlich? Bin ich Zaun dabei? Natürlich nicht. Oh Mann. Weg. Ach, jetzt schmeiße ich das Schwert auch noch weg. Jetzt mache ich jetzt die olle Spinne oben kaputt. So ein Mist. Jetzt schnell nach oben die Zaun holen. Also gut, jetzt, ich gehe gleich runter in die Höhle, sobald ich hier wieder repariert habe. Mann, oh Mann, oh Mann. Verdammte Axt. Wenn die Kuh sie nicht so aufopferungsvoll in den Weg geschmissen hätte, hätte ich den Creeper auch schon erledigt gehabt. Aber die Kuh ist mir einfach in den Weg gelaufen. Mann, oh Mann. Schnell wieder runter, bevor mir die Kuh jetzt auch noch ausbüxt. Zwei habe ich ja noch. Wenigstens die zwei hier wieder drin in der. Im Dings haben. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und schon hat es noch irgendwo Creeper rum, die mir gefährlich werden. Ein ausgebüxtes Schaf. Nee. So. Erstmal hier wieder zumachen. Gut. Oh Mann. Ja. Du Kuh, komm mal hier. Hier habe ich was für dich. Komm hier. Ja, komm hier zu mir. Bist dabei? Komm hier oben. Hier. Ja. Na, die andere ist nicht so doof. Oh Gott sei Dank, jetzt habe ich wenigstens zwei Kühe hier. Jetzt kann ich hier aber blöderweise auch gerade gar nicht füttern und Nachwuchs produzieren. Naja, das muss ich eben später machen. Der Stall war zwar Ausbruchs, aber nicht einbruchssicher. Hier hinten kann auch eine Kuh rausfallen, sehe ich gerade. Da, müssen wir zumachen hier, sicherheitshalber. Wieso sind hier eigentlich die Creeper, wenn ich offline war? Das ist ja auch doof. Moment, jetzt mache ich es doch mal so und hole nochmal ein Getreide von oben runter. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Pläne gemacht und dann der erste Creeper hat meine Pläne wieder zunichte gemacht. Eieieiei. Ich mich auf.
natürlich nicht tierisch drauf. Dann kann ich das hier wegpacken und das hier wegpacken. Ja, und das hier wegpacken. So, was suche ich jetzt gerade? Achso, Getreide. Warum habe ich denn kein Getreide drin? Ist das draußen? Ist das Getreide hier in der Küchentruhe? Auch nicht. Ich habe anscheinend kein Getreide gerade. Ist das vielleicht unten? Habe ich hier noch ein bisschen Getreide? Nee, auch nicht. Samen habe ich hier. Ah, dann mache ich es schnell so. Und zwar will ich einfach mal schnell hier einfach ein bisschen einsammeln. Gut, reicht. Upsi. Gut, packe ich das wieder rein. Und gehe mit den 5 Getreiden jetzt runter zu meinen Kühen, den letzten beiden. So, Kühe, guck mal hier. Da steht sie schon, guckt. Danke, eins für dich. Eins für dich. Jawohl. Ach, fängt meine Gutsucht wieder von vorne an. Na, prima. Was passiert denn jetzt, wenn ich... Habe ich die Schere dabei? Nee. Okay, ich hätte jetzt mal nur die braunen Schafe geschoren und dann geguckt... Ob dann nur noch Weiße rauskommen. Naja, okay. So. Nö. Wie lange hält mein Schwert noch? Ah ja, ich habe das Ersatzschwert dabei. Hier wollte ich mir auch mal einen Runterfallschutz bauen, sage ich gerade noch, und dann haut's mich runter. Heute ist aber auch echt der Wurm drin. Verdammt, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe doch da vorhin einen Creeper gesehen hier unten. Ist er noch da? Creeper, bist du noch da? Hm, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt runtergelaufen. Ich will jetzt aber nicht suchen gehen. Ich will ja hier runtergehen. Ach, natürlich nicht hier runter. Da runter. Hier muss ich mir mal einen Runterfallschutz bauen. Okay, jetzt. Hm. Okay. Nochmal ein Stärkungsbrot für unterwegs. Und dann schauen wir mal. So, ich hatte ja versprochen, mal da runter zu gehen, wo die beiden Zombies am Anfang hergekommen sind. Das war aber nicht hier. Das Wasser hier kann ich fast ausmachen. Die beiden Zombies, die kamen da aus so einer Höhle. Ach ja, von da unten war ich doch schon. Sehe ich jetzt gerade. Die beiden Zombies kamen da hinten aus der Ecke raus. Hier. Und aktuell ist dann nichts zu hören oder zu sehen. Da oben hängt noch ein bisschen Eisen in der Decke. Und da geht es nicht weiter hoch. Eisen in der Decke freut uns immer. Nehmen wir mit. So, jetzt schießt uns gleich wieder ein Skelett hier oben runter. Ich höre es schon sich anschleichen. Hat mich nicht gesehen, oder wie? Das war es gar nicht, was mir auf mich geschossen hat, oder? Da hinten kommt eine Spinne. Oder wo kommt die Spinne her? Ist das Skelett erstmal nur so vorbeigelaufen? Oder wieso kam mir das so vor? Als wenn ich mich das beim Vorbeilaufen nicht gesehen hätte. Ach, da unten tanzt noch einer. Den Skelett-Tango. Ja. Oh, da unten drunter ist Eisen versteckt, sehe ich gerade. Den Skelett-Tango. Ich habe dich tanzen sehen. Komm her, wo bist denn du? Du spielst Verstecken mit mir, ja? Komm her. Wo ist denn das Skelett jetzt hin? Was gerade noch da war. Dahinter? Na, eigentlich müssten sie von da hinten kommen, weil hier unten ist dunkel.
für eine Richtung entscheiden. Okay. Mal hier hinten mal auch gucken. Und hier mal nach oben gucken. Oh, da ist eine große Höhle, sehe ich gerade. Okay, erstmal. Halt mich erstmal hier an der Wand. Immer schön vorsichtig. Oh, da geht's nach unten. Was ist hier hinten? Das ist ein riesiger Komplex, tatsächlich. Okay. Ich höre sie doch, sie wird immer lauter, die Spinne. Aber wo ist sie denn? Oben? Nee. Da hinten? Da hinten der Wand? Könnt ihr direkt zeigen, ja? Ich muss ja mal das Wasser stoppen.